Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und wie ihr an den Dingen, die hier schon stehen, vielleicht unschwer erkennen könnt, heute gibt's wieder ein Rezept aus der Kategorie Backen. Meine Angstdisziplin, meine persönliche. Ich werde es trotzdem versuchen, denn ich werde ein Rezept aus unserem berühmten Lieblingsrezeptebuch nachmachen, und zwar den schnellen Apfelkuchen. Ich hoffe, dass er mir gelingt. Ich bin halt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, nicht so der Backexperte. Aber was soll schon schief gehen? Wenn man sich ans Rezept hält, dürfte es eigentlich funktionieren. Wir brauchen 170 Gramm Mehl Typ 405 zum Beispiel, 1,5 Teelöffel Backpulver, 1 Esslöffel Vanillezucker, und das habe ich jetzt hier schon mal in eine Schale vorbereitet. Dann nehmen wir 100 Gramm Margarine. Pflanzenmargarine. Ihr könnt natürlich auch Butter nehmen, dann schmeckt der Kuchen ein bisschen anders, aber ich halte mich ans Originalrezept. Zum Improvisieren bin ich noch zu unerfahren, was das Backen anbelangt. 90 Gramm Zucker, die waren da auch schon drin in der Schüssel, und 2 Eier. Die kommen jetzt hier rein, und das Ganze wird im Thermomix 40 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. So, unser Teig ist fertig. Ja, das sieht gut aus. Das füllen wir jetzt in eine Springform, in eine Kuchenform, die ihr entweder einfettet oder mit Backpapier auslegt. Mir hat man gesagt, es ist einfacher, wenn du sie mit Backpapier auslegst, dann kann auch nichts festpappen. Ich bin gespannt. Ich muss mich da ja wirklich auf die Ratschläge meiner Kollegen und Kolleginnen, meiner Freunde, Bekannten und vor allen Dingen auch auf die meiner Mutter verlassen können. Ja? Weil die würde ich nämlich jetzt auch anrufen und fragen, wenn ich kein Rezeptbuch hätte. So, das füllen wir mal hier ein. So, wir spülen den Topf jetzt nicht aus vor dem nächsten Arbeitsschritt, streichen aber hier diesen Teig, die Teigmasse, bis zum Rand aus. Das kommt mir jetzt sehr wenig vor. Aber wer bin ich, zu wissen, ob das nicht wirklich stimmen muss. So, ich weiß nicht, es ist jetzt in der Mitte noch ein bisschen dick. Ich verteile das mal noch, dass das wirklich schön gleichmäßig ist hier. Nächster Schritt, 900 Gramm Äpfel kommen hier in den Thermomix. 870 Gramm Äpfel kommen hier in den Thermomix. Und das Ganze wird jetzt zerkleinert, 10 Sekunden auf Stufe 4. 900 Gramm, das sieht jetzt sehr, sehr voll aus. Es ist aber auch ein Rezept, das ihr durchaus auch mit dem TM31 kochen könnt, denn unser Lieblingsrezeptebuch, das gibt es ja schon länger als den TM5. Also nochmal 10 Sekunden auf Stufe 4. So. Ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen nachmachen hier, weil da haben sich noch so ein paar Apfelstückchen hier so geweigert, sich schreddern zu lassen. Vielleicht nehme ich da einfach den Spatel zur Hilfe. Jetzt ist das auch schön gleichmäßig hier zerkleinert. Die kommt einfach oben drauf. Auch das gleichmäßig verteilen. Sehr schön. Ja, das wird ja schon voll hier. Es kommt ja noch was drauf. So, wenn das erledigt ist, spült ihr den Topf aus und heizt den Ofen auf 180 Grad vor. Und zwar 180 Grad Umluft am besten. Gibt es eigentlich noch Ofen, die keine Umluft haben, jetzt außer irgendwelchen Gas- oder Holzöfen? Weiß ich gar nicht, ne? So die ganz alten. Aber die meisten haben ja Umluft. Also deswegen 180 Grad Umluft und Topf ausspülen. Und dann machen wir noch die Creme. Kessel ist ausgespült. Als nächstes machen wir die Creme, die ebenfalls oben drauf kommt. Dazu brauchen wir 500 Gramm Milch. Dann unsere für dieses Rezept teuerste Zutat, das Mark einer Vanilleschote. Na, da muss man die Vanilleschote
der Länge nach aufschneiden und dann so mit dem Messerchen das Innere rauskratzen. Die Vanilleschote übrigens, die braucht ihr nicht wegzuwerfen. Da kann man auch Vanillezucker dann selbst mitmachen, indem man einfach die Vanilleschoten in ein Kilo Zucker reinsteckt und das so ein paar Wochen ziehen lässt. Dann hat man Vanillezucker. Habe ich gehört. Habe ich noch nicht probiert, werde ich aber tun. Ein weiteres Ei brauchen wir. Nochmal 40 Gramm Zucker und 20 Gramm Speisenstärke. Das Ganze 7 Minuten 100 Grad auf Stufe 3 und anschließend abkühlen lassen. 7 Minuten Stufe 3, 100 Grad. Unsere Creme ist fertig und auch der Ofen ist fast vorgeheizt. Aber auch die Creme ist noch nicht ganz fertig, fällt mir gerade ein. Wir haben ja noch zwei Zutaten, die rein müssen. Und zwar 200 Gramm Sahne kommen noch hinein. Oh, was dieses Vanillemark ausmacht, das ist echt unglaublich. Das ist ja wirklich nicht viel gewesen. Das waren vielleicht zwei Messerspitzen oder so. Aber das duftet nach Vanille. Das ist echt fantastisch. Und 150 Gramm Schmand. Ja, man kann auch Creme fraiche oder saure Sahne nehmen. Das geht auch. Aber ich nehme es so, wie es da steht. Zur Sicherheit. Nicht, dass was passiert und ich sage nachher, hätte ich mal besser Schmand genommen. Ja. Das Ganze jetzt nochmal 10 Sekunden Stufe 3 mischen. Und dann ist auch der Ofen fertig. Im Moment. Wahnsinn. Also da greift eins ins andere über. Es ist unglaublich. Unglaublich. Timing ist alles in der Küche. Fertig. War das jetzt Stufe 3? War das jetzt Stufe 3? Ja, sieht so aus. Okay. Gerade ganz irritiert gewesen mit dem Ofen, aber das ist fertig. Das Ganze verteilen wir jetzt hier nochmal auf unserem Kuchen. Eigentlich sollte man es abkühlen lassen. Das machen wir auch. Wir lassen es abkühlen. So, wir verteilen unsere Creme jetzt hier auf dem Kuchen. Und ich habe eben gesagt, das sieht aber wenig aus. Der geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf. Mandeln kommen noch drauf. Und zwar, das ist jetzt ein ganzer Packen hier, gemahlene Mandeln. Das ist super, das mag ich auch. Die sinken ja auch so ein bisschen ein. Und damit die Mandeln noch so ein bisschen extravaganter schmecken, habe ich die noch so ein bisschen mit Zimt vermischt. Das ist eine Zimt-Mandel-Mischung. Mandel-Zimt-Mischung drauf und jetzt 180 Grad ist der Backofen vorgeheizt, Umluft 50 Minuten und dann bin ich mal gespannt, ob ich Apfelkuchen backen kann. So, 50 Minuten sind vorbei und unser schneller Apfelkuchen, schnelle 50 Minuten, ist jetzt hoffentlich soweit fertig. Zumindest sollte man ihn jetzt rausholen nach Rezept. Das tue ich jetzt auch. Und ich kann euch eins sagen, riechen tut er schon mal wirklich fantastisch. Das sieht man schon gleich. Er ist obendrauf noch etwas wappelig. Ne? Etwas, sag mal so, wappelig, ja? Etwas flüssig. Deswegen sollte man den jetzt in der Form wirklich komplett abkühlen lassen, weil sonst läuft einem die ganze Suppe hier raus. Das tun wir jetzt auch. Wir lassen ihn abkühlen. Das dauert so 1-2 Stunden. Wir lassen für euch die Zeit vorlaufen und dann melden wir uns wieder. Unser Apfelkuchen auf die Schnelle, so wie er heißt, hat jetzt etwas länger abgekühlt. Ich habe den in der Tat mal 6 Stunden runterkühlen lassen. Ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, dass der in der Form abkühlt, weil sonst diese Creme oben verläuft. Ich versuche ihn jetzt mal hier irgendwie rauszubekommen. Das ist ja ganz praktisch hier mit einer Springform oder einer, wie heißt das, Hebeform, keine Ahnung, Hebebühne. Und dann schauen wir uns das mal an hier, wie das aussieht. Ja, also saftig ist das auf jeden Fall. Ich bin jetzt nur mal, ich überlege gerade, wie ich das jetzt gefahrlos aus diesem Backpapier rauskriege, aber wahrscheinlich muss man das gar nicht rauskriegen. Ich würde das jetzt einfach hier unten rum abschneiden und dann
auf die Tortenplatte stellen oder so. Das kann man wahrscheinlich machen, dann klebt auch unten nichts fest. Aber es geht mir jetzt hauptsächlich darum, wie es schmeckt. Na, hier bröselt doch schon ein bisschen auseinander, aber das ist nicht schlimm. Kuchen anschneiden macht bei uns traditionell auch jemand anders, nicht ich. Da muss man ja hier irgendwie vorher genau einmal in die Mitte. Also er ist ja weich und ich schneide mir da jetzt einfach mal so ein Stückchen raus. Ist doch egal, ich bin doch der Einzige, der es isst. Ja, das ist wirklich sehr, sehr weich. Okay, na, jetzt habe ich das Problem, dass ich das Backpapier mitgeholt habe. Ich mache das jetzt einfach mal so. Komm, muss nicht gut aussehen, es muss nur gut schmecken. Kuchengäbelchen, da ist noch ein bisschen was hier von der Spitze. Also hier unten seht ihr so ein bisschen den Boden. Ja, dann die Äpfel in der Mitte und die Creme oben drauf. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ich muss sagen, für meinen ersten Apfelkuchen bin ich echt begeistert. Ich habe das nicht schlecht gemacht. Das Schöne ist, dass jetzt gerade auch die Creme hier oben nicht zu süß ist. Die schmeckt schön nach Vanille, also das ist wirklich sehr, sehr fein. Ich mag es halt nicht, wenn die Torten so pappsüß sind oder die Kuchen. Das ist wirklich ein schöner Apfelkuchen. Man schmeckt die Äpfel raus, der Teig ist nicht zu süß und die Creme halt auch nicht. Ich glaube, es ist doch besser, wenn man das irgendwie jetzt mal versucht, von dieser Folie abzumachen, von diesem Backpapier abzumachen. Das mache ich aber ohne die Kamera, weil dann ist es nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Dann blamiere ich mich hier nicht. Ihr solltet das mal nachmachen. Fände ich sehr schön, wenn ihr mir dazu schreibt, was ihr anders gemacht habt, was euch gut gefallen hat, vielleicht auch was euch nicht so gut gefallen hat. Schreibt das einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liken und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Dienstag kommen hier tolle weitere Videos aus unserem Wunderkesselforum. Wir testen für euch die besten Rezepte. Jetzt wird gegessen. Bis dahin. Ciao, ciao.